Und damit willkommen zu einer neuen Runde Clash of Clans mit mir, den Fred. Und heute ist wieder der Matthias mit dabei. Mahlzeit. Das bedeutet, wir machen eine neue Challenge. Die Challenge heißt die 99% Challenge. Das bedeutet, wer kommt näher an die 100% ran? 99% ist ja dabei das Maximum, was man erreichen kann, wenn man 100% hat. Ist man raus, oder? Dann zählt es als 0%. Also, das ist schlecht. Lieber etwas, vielleicht etwas weniger Risiko oder was? Na gut, aber ich kann es ja im Endeffekt ja nur im Vorfeld beeinflussen mit den Truppen, die ich nehme, ne? Ich darf ja nicht dann abbrechen oder irgendwas, ne? Ja, du hast ja jetzt eine Armee ausgebildet. Ja, und ich lasse dann einfach den Angriff durchlaufen, bis der von alleine vorbei ist. Nein, das ist jetzt ja, pass auf, ich habe Sonnenstrahl Julia gefragt, wie oft dürfen wir weiterdrücken? Sie hat gesagt, 2-mal, 4-mal und 5-mal. Bedeutet, beim ersten Angriff jetzt darfst du 2-mal weiterklicken. Ja. Das heißt, du kannst dich dann entscheiden, beispielsweise bei dem ersten Gegner, nehme ich den jetzt mit oder nehme ich den nicht mit? Passt das zu meinen Truppen? Du musst dich natürlich nicht alle auf einmal setzen. Du musst halt alle Truppen gesetzt haben, wenn die Zeit abgelaufen ist. Okay, also Zauber setzen musst du nicht, kannst du machen. Clanburg und Helden sind verboten. Ich habe ja alle drei Helden im Ausbau, von daher ja. Bringt das also nichts. Ich muss alles benutzen, was dann drin ist. Ja, okay, das ist okay. Also ich muss alles nehmen und muss den Angriff zu Ende laufen lassen. So ist der Plan. Wenn du vorher 100% erreichst oder vorher deine Truppen sterben, ja, ist nein, ja egal. Ja, nein, aber ich darf aber jetzt nicht bei 98 auf Aufgeben klicken. Nee, aber wenn du zum Beispiel alle Truppen setzt und sie sterben alle und du hast 75%, dann ist das halt dein Ergebnis. Warte mal, wo ist denn mein Stift hier? Warte, okay. Ich meine ja nur, das hätte ja... Mein Stift suchen, ja, meinem Aufschreiben. Man könnte ja sonst auf Nummer sicher gehen und sagen, okay, bei 90, ich breche jetzt ab. Ja, aber das ist richtig. Um mal nicht drüber zu kommen, das bringt ja nichts. Ja. Das ist korrekt. Oh, warte mal, ich werde gerade angerufen. Oh. Moment, einen Moment. Haha. Hallo. Oh, warte mal, mein Freund ruft gerade an. Ja. Nee, ich habe doch gerade noch die Challenge gegen Matthias. Er telefoniert mit seiner Hand, oder was? Was? Ja? Nee, gegen den Kleinen. Hier, dieser kleine Hässliche. Ja, hab ich dir schon mal von erzählt. Der aussieht wie der Kobold, weißt du? Dieser kleine Grüne. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich beeil mich. Ja, ich mach ihn eben schnell fertig. Wie ja, immer, ja, das kennt sie doch dann. Ich besiege ihn eben schnell, ja. Ja, 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 ja. Ich hau ihn eben schnell in die Pfanne und dann komme ich, okay? Alles klar, bis später. Tschüss. Deines. Das war natürlich nur ein Fake-Anruf, den ich ganz geschickt noch eingefädelt habe. Natürlich. Weil ich messe ja eine Fuchs. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los, ist ja nicht... Also ich muss zweimal suchen oder ich darf zweimal suchen? Du darfst zweimal weiterklicken. Okay. Wenn du sagst, beim ersten Angriff, ja, ich habe bei mir schon angefangen. Achso, okay. Eins. Ich klicke mal einmal weiter. Alles ohne Zauber, ja? Ich klicke mal nochmal weiter. Du darfst die Zauber benutzen, die musst du nicht benutzen. Und ich habe gerade ziemlich Mist gebaut. Das ist nicht gut. Ich hab Mist gebaut. Ich hab extreme Mist gebaut. Warum? Weil ich zweimal weitergeklickt hab und... Der war nicht gut, oder was? Ich hätte lieber einen davor nehmen sollen. Das geht nämlich, jetzt wird ziemlich in die Hose gehen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Es wird ziemlich in die Hose gehen. Weil ich hab jetzt, ich bin Rathaus 11 und ich hab jetzt einen 9er. Aber okay. Aber beziehungsweise, was auch noch wichtig ist, die Truppen müssen ja, wenn alle, dann auch sterben, ne? Also sonst könntest du ja einfach bis eine Sekunde vorher warten, wobei, nee, dann hast du ja keine... Keine 99. Ja. Ich weiß halt nicht, wie das ist. Sagen wir mal, so 30 Sekunden vor Schluss müssen schon alle Truppen gesetzt sein, ne? Okay. So. Oh, wobei? So schlecht sieht das gar nicht mal aus. So schlecht sieht das gar nicht mal aus. Also es ist ja auch egal, ob du einen Stern oder zwei holst. Du kannst ja auch zwei Sterne 99% haben. Mhm. Ein Stern 98, glaube ich, weil das Rathaus ja, glaube ich, jetzt zwei zählt. Von daher. Ja, nur so schlecht. Oh, keine Helden, ne? Nee. Ich habe eh keine, von daher. Ach so. Na ja, gut, okay. Ich habe jetzt ein bisschen. Muss ich gucken, wie weit die jetzt noch kommen. Also nicht, dass du die Helden jetzt gesetzt hast, ne? Nein, Helden habe ich nicht. In Klamburg ja auch nicht, ne? Nein, ich hatte eh keine. So. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Also bei mir ist es noch 1 Minute 31 Rest. Ja, okay. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Okay, die sind blöd jetzt geflogen. Oh, das ist nicht gut.
Ich dachte erst, es wäre gut für mich, aber es ist doch nicht gut. Oh doch, das ist doch mal gut! Oh yeah, 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 yeah! Ich habe mich noch nie so über eine Luftfalle gefreut. Alter, hat der gerade gefressen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat der gerade gefressen. Jetzt ist die Frage, was ich mache. Wir haben gesagt, 30 Sekunden vor Schluss muss man die gesetzt haben, ne? Alle. Ja, so. Ja, ist ja okay. Eine Challenge, eine Regel. Ja, 30 Sekunden vor Schluss. Ja, was heißt meine Challenge? Nicht, dass ich jetzt dann wieder... Dass ich jetzt wieder Ärger kriege. Ja, okay, dann machen wir es jetzt schon. Leute, haben wir jetzt leider noch 16 Sekunden Leerlauf. Ich habe noch eine einzige Truppe übrig. Ich glaube, das war echt eine gute Taktik, die ich gewählt habe. Nicht so viel verraten. Wir werden nicht so viel verraten, aber... Warte mal, ich mache mir eben meine kleine Tabelle schon mal hier ready. So, 4, 3, 2... Ja, ich habe sogar noch eine Sekunde vorher gesetzt. Oh, jetzt sag mir bitte... Nein, das könnte in die Hose gehen. Oh, je nachdem, wo der jetzt hinfliegt. 3, 2, 1... Oh nein. Bitte sag mir, das klappt. Oh nein, ich glaube, ich habe mich verschätzt. Oder ist da noch was? Nein, da ist nichts mehr. 13, 12, 11... 10, oh bitte langsamer, bitte flieg langsamer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh Gott. Alter, Herzkasper hoch 1000, ey, alter Schwede. Oh Gott. Ja, ich bin mit dem ersten fertig. Okay. Jetzt muss ich für den letzten Angriff schon mal eben ganz schnell natürlich was ausbilden, ne? Ist ja logisch. Sollen wir schon sagen oder willst du. Wobei, nee, erstmal geheim halten, ne? Okay, das stimmt, hätte ich auch schon sagen können, aber. Du bist aber fertig. Ja, ich nehme jetzt für den letzten, das Problem ist, du hast den zweiten Angriff jetzt erst, ne? Also das war jetzt Angriff 1. Ja, ja, den ersten, ich habe den ersten Angriff fertig, ja. So, und jetzt darf man viermal weiterdrücken. Okay. Ja, 3, 2, 1, los! Aber Zauber darf ich, ne? Ja, ja, klar. Also ich drücke jetzt... Warte, dann mache ich die eben noch. Das hat echt Risiko, ob ich jetzt hier den mitnehme oder nicht, aber das, ich glaube eher nicht. So, das war jetzt einmal weitergedrückt. Oh. Ah, die aus 1. Also viermal weiter oder viermal insgesamt? Viermal weiter. Ich drücke jetzt das zweite Mal weiter. Dann drücke ich jetzt das erste Mal weiter. Drücke ich das dritte Mal weiter. Oh, ich habe die Verbindung verloren, ich muss nochmal. Das dritte Mal weiter. Ah, der wäre gut geworden. Ja, ich Mist, ich habe keinen Sprung. Okay, das zählt jetzt mal als Lol, weiter. Ich habe keinen Sprungzauber, ist mir gerade aufgefallen. Das könnte aber trotzdem ganz gut funktionieren. Zweite Mal, ne? 3. Ja, komm. Oder soll ich noch einmal riskieren? Ey, ich bin so unentschlossen, ob ich den jetzt noch nehmen soll oder nicht. Oh nein. 6 Sekunden, 5 Sekunden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ehrlich nicht. Ich riskiere es. Drücke weiter. Boah, super. Wow. Ja, ganz großartig. Ja, so viel dazu. Hätte ich mal besser nicht weitergeklickt. Warum? Ja, das ist jetzt natürlich Mist hoch 1000 hier. Das ist jetzt echt Mist hoch 1 Million, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Weil ich jetzt nämlich ich glaube, das ist ein waschechter CW-Account, den wir jetzt hier gerade haben. Nicht wundern, dass ich die Taube jetzt gerade so gesetzt habe. Das muss so. Das muss so. Ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Oh nein, hoffentlich kriege ich jetzt hier keine 100. Das ist natürlich... dann hätte ich in der Runde halt 0, ne? Das wäre natürlich der Ober. Die Befürchtung habe ich jetzt gerade auch halt. Deswegen lasse ich jetzt auch erstmal noch den Rest, der jetzt hier noch übrig ist. Ja, okay, lauf bitte mal auf... Ja, danke schön. Lauf in die Riesenbombe rein. Ja, es ist halt jetzt. Also die Base ist so übel schlecht, es ist echt. Oh, das ist blöd. Die Base ist sowas von schlecht. Deswegen muss ich hoffen, dass jetzt. Macht doch meine Hexen kaputt, Leute. Macht die doch kaputt. Das könnten tatsächlich 100% werden. Das ist natürlich ganz schlecht. Oh nein. Oh, hätte ich mal besser. Oh, scheiße, ich habe gar nicht richtig geguckt. Der hat hier in den Ecken noch so Hütten drin. Da hätte ich ruhig ein bisschen mehr Gas geben können. Hätte ich mal besser. Hätte ich mal besser nicht weitergeklickt, oh Gott. Jetzt wird's nochmal echt tricky. Die Gegnerkönigin könnte mir noch den Arsch retten vielleicht, aber das ist auch noch so eine Sache. Diese Hexen sind aber auch echt übel. Mit ihren Skeletten, das ist wirklich übel. Komm, die Riesen müssen kaputt, die dürfen nicht mehr tanken. Die Gegnerkönigin wird einfach überrannt. Ja, kümmere dich um die Hexe. Nein, nein, nicht darum, nicht um die Skelette, um die Hexe. Kümmere dich um die Hexe. Jetzt wird's eine Zeitsache. Ich muss unbedingt gleich darauf achten, auch dass ich alles setze. Ja, lauf die Riesenbombe. Oh, danke, das hat ein, zwei Hexen das Leben gekostet. Das war gut. Das war gut. So, jetzt habe ich jetzt noch übrig 1 Minute 15 noch. Nein. Okay, doch besser, besser als gedacht. Es wird doch kein, es läuft doch bisher ganz gut. Nein. Was ist los, Baby? Was ist los? Nein. Wir sind zu schnell. Zu schnell?
Aber riecht aber. Ja, sag noch nichts. Riecht, aber ich rieche 100%. So, warte mal, jetzt Drachen haben wir noch fliegen zu 55 5 Sekunden übrig. Komm, bitte, bitte. Ah, okay, der Kollege nimmt Drachen. Lauf! Lauf, Hexe! Wo haben wir denn noch was übrig? Da oben ist nichts mehr. Ich versuche jetzt unten einfach nur ein bisschen was zu setzen da. Oh, oh. Oh, das war knapp. So, gerade eben noch alles gesetzt. Nein, die könnten doch alles holen. Oh, bitte nicht. Bitte holt nicht alles. Nicht alles holen. Gegnerische Königin, verteidige dich noch ein bisschen, bitte. Ja, hau ihn kaputt, hau ihn kaputt, hau ihn kaputt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, der war nicht so gut wie der eben, muss ich zugeben. Aber er könnte trotzdem noch reichen. Er könnte noch reichen. Ja, es ist eh vorbei. Okay, da wird nichts mehr passieren. Nicht so gut wie eben, aber ist auch nicht so schlecht gewesen. Ist auch nicht so schlecht. Jetzt habe ich wieder die Taktik vom Anfang. Ja. Sind wir noch nicht alle fertig? Also, wie weit bist du? Ich kann starten von mir aus. Warte, ich muss mal eben. Bilde mal eben die Armee für danach schon mal wieder aus. Also, auch wenn wir danach natürlich den nicht mehr für die Challenge machen, aber. Zack. Oh, ich habe keine Gems mehr. Ich habe noch 24 Gems und ich bräuchte aber 28, um das fertigzustellen. Warte mal. Da können. Ja, wieso? Ich kann ja eben den Uhrenturm nehmen. Ich nehme eben den Uhrenturm. Da brauche ich ja nur im Endeffekt ein, zweimal Glück und dann haben wir es ja. Ja, da habe ich die Gems doch schon fertig. So. Wo seien's? Wo seien's? Zauber habe ich. Die habe ich. Okay. 5 mal weiter drücken. Übrigens, du darfst 5 mal weiter drücken. Okay. Und los, ja? Ja, auf los geht's los. Eins. Angezoomt. Zwei. Eins. Drei. Komm. Oh, jetzt sucht er ein bisschen länger. Der hat auch keine Inferno-Türme. Was ist da denn los? Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vier. Okay, den nehme ich mit, komm. Was soll's, was soll's, was soll's, was soll's. So, diesmal machen wir eine etwas andere Taktik. Weil die Base von ihm ziemlich stark ist, gehen wir jetzt mal ein bisschen außen vor. Und gucken mal, dass wir da außen vielleicht mal was hinbekommen. So, das ist diesmal der Plan. Dass es etwas anders läuft als eben, hoffentlich. Also zumindest von der Vorgehensweise. Gib der Königin, gib der Königin, gib der Königin, gib der Königin. Hau ihr noch einen drauf. Nicht mehr ganz gereicht. Das war jetzt. Nee. Okay, das wird diesmal auf jeden Fall schwieriger. Es ist aber auch echt schwierig einzuschätzen vorher, auch wenn es ähnlich aussieht, ey. Das ist ja. Das wird diesmal auf jeden Fall um einiges schwieriger. Oh nein, die Adler darf es an. Oh Gott, das ist mein schlechtester Angriff bisher. Das ist mein schlechtester Angriff. Ich weiß noch nicht, wie viel Prozent ich jetzt hier noch holen werde. Oh Gott. Ja, mit sehr viel Glück komme ich vielleicht noch. Ja, ich will ja nichts verraten. Ich will ja nichts verraten. So, komm, mach da außen noch ein bisschen was kaputt, bitte. Ja. Der war aber nicht gut. Der Angriff, der war gar nicht gut. Oh Gott. Ja, hoffentlich retten mich die ersten beiden. Ja, das war mein schlechtester Angriff. Moment. So. Ich hab's eingetragen. Okay. Ich hab's eingetragen. Bist du fertig? Jo. Okay, wir können ja von hinten nach vorne anfangen. Bei mir ist das auch in aufsteigender Reihenfolge. Also. Der aktuellste, ja? Der dritte Angriff. Warte mal, ich kann ja auch die nochmal ruhig hier den Angriffslog nochmal zeigen. Das sind die Ergebnisse, also das, was jetzt bei mir oben steht. Das waren 61%. 52. Was? Ja, ich hab. Das, irgendwie, der erste ist. Ja, okay. Was ist stärker geworden? Was ist mit dem mittleren Angriff? 100. Ja, also 0. Ja. Oh, ja, das bedeutet, dadurch, dass ich da 86 hatte, ist es im schon gewonnen. Was hat's denn beim ersten? 73. Da hatte ich 94. Das war meine Hausnummer. Das kannst du schlecht einschätzen mit den Drachen, je nachdem, wie die fliegen. Ja, du hättest ja nicht Drachen nehmen müssen. Ja, aber mit den anderen wusste ich es auch nicht, wie ich es einzuschätzen habe. Beim ersten Angriff hatte ich
Elektrodrachen, beim zweiten Angriff hatte ich Riesenhexen-Bowler und beim dritten hatte ich wieder Elektrodrachen, aber beim letzten Angriff war einfach die Base so stark, da hatte ich noch ein paar, nee, da hatte ich Elektrodrachen und Baby-Dragons, die waren einfach nicht gut, nicht stark genug. Deswegen habe ich eine Menge gekriegt. Ich hätte mit den anderen Truppen einfach nicht einschätzen können, weil ich momentan immer nur die Drachen nehme zum Farmen. Ne? Deswegen, Leute, dürft ihr dann wieder eine Bestrafung aussuchen für den Kleinen? Ja. Eine schöne kleine Bestrafung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben. Tschüss. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss.